Hallo Leute, hier ist wieder Xi und es geht weiter mit Metroid Prime 2 Echoes. Wir sind im erhabenen Tempel. Au. Und ja, wir haben in der letzten Folge die Energie zum Te hellen Tempel von zum hellen Tempel der geheiligten Festung zurückgebracht und sollen nun mit Umot reden, der uns wahrscheinlich sagen wird, wo es als nächstes hingeht. Großartig viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Die drei großen Gebiete wurden von uns erkundet. Naja, mal sehen. Wieder erstrahlt das Licht des Äthers von allen drei Tempeln. Und doch, der Äther der Finsternis bleibt. Noch immer wirkt ein Energieregulator in der Finsternis und stützt diese Welt. Er hat wahrscheinlich das Abbild von dem hier. Der Himmelstempel, der finstere Schatten dieses heiligen Ortes, birgt den letzten Energieregulator. Das, wonach du strebst, steht unter Bewachung der größten und mächtigsten Bestie der Ing. Die neuen Schlüssel zum Himmelstempel wurden in sämtlichen Ländern dieser finsteren Welt versteckt. Sie zu finden mag gefahrvoll sein, jedoch gebe ich dir zum Schutze diese gesegnete Rüstung, gespeist vom Licht des Äthers selbst. Ihre Macht wird dir von Nutzen sein, diesen letzten Schlüssel zu bergen. Möge sie dir in der Dunkelheit ein Leuchtfeuer sein. Ah, okay. Diese Rüstung befähigt uns dann wahrscheinlich, uns auf dem Licht zu bewegen, auf der Energie. Das ist dann der Lightbeam. Lightsuit. Der Lightsuit, ja. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Luminotisches System zur Regulierung von Energie funktionstüchtig und aktiv. Maximaler Energiefluss auf stabilem Niveau. Energiesendesystem überträgt in alle Regionen. Auf lichtbasierendes Teleportationssystem Einsatz-B. Was? Oh, geil! Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. So, mal sehen, wie dieser Anzug aussieht. Jetzt haben wir quasi auch wieder Licht und Schatten vereint. Und wir sehen wie aus. Okay. Das hat was. Lightsuit erhalten. Dieser Anzug ermöglicht die Fortbewegung über Luminod-Lichtsäulen. Zusätzliche Datenträger im Inventar, zwei Drücken im Inventar aufzurufen. MP2-Charaktere freigeschaltet. MP2-Charaktere. Alles klar. Teleportsystem aktiv. Durch Berühren des Hologramms wird die Teleportstation einge. Station ein. Egal. Okay. Wir können jetzt aussuchen, wo wir hin wollen. Und wir können uns jetzt auf dem Licht bewegen. Dann will ich eigentlich. Teleportation abgebrochen. Dann will ich jetzt eigentlich gar nicht mich so fortbewegen, sondern ich möchte jetzt erstmal. Ich will die geheiligte Festung abschließen. Und wenn ich mich jetzt dahin teleportiere, wäre es eigentlich schon wieder Zeitverschwendung, da es ja auf dem Weg dorthin auch so eine Lichtsäule gab und die möchte ich jetzt als allererstes gleich mal überprüfen. Wenn ich es andersrum machen würde, na gut, insgesamt macht es nicht viel Unterschied, ne? Stimmt schon, stimmt schon. Abgesehen davon hätte ich. Ah, ich hätte auch den Weg nehmen können. Aber ich wollte ja die Tür kaputt machen, genau das war. Das war der Grund, wieso ich den anderen Weg genommen habe. Und wir haben ja auch noch eine Powerbombe zusätzlich bekommen. Von dem her passt das schon. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wo haben wir überhaupt noch solche Leuchtsäulen gefunden? Abgesehen von der geheiligten Festung. Haben wir da überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Die Schlüsseljagd ist nun eröffnet, würde ich meinen.
Ich weiß noch nicht, ist dieser Lightsuit jetzt gegenüber diesen Partikeln immun oder nicht? Ich muss auf jeden Fall an ihnen vorbei, wenn ich zu diesem Requiliar will, in dem sich einer der Schlüssel befinden sollte. Weiter, weiter. So, hier haben wir die erste Lichtsäule. Jetzt bin ich gespannt, was für einen Effekt das hat. Ich denke mal, dass es uns einfach nach oben transportieren wird. Okay. Was zur Hölle? Wo bin ich jetzt? Ah, okay. Energietank erhalten. Wie viele fehlen uns jetzt noch? Das sind noch drei oder vier. Einen weiß ich auf jeden Fall, wo er sich befindet, nämlich im Ödland von Argon. Denn im Ödland von Argon gab es ja noch diesen akustischen Verschluss. Da müssen wir da auch noch in die Basis der Weltraumpiraten hinein, weil wir dort noch eine Tür hatten, beziehungsweise zwei Türen sogar. Einen auf der hellen, einen auf der dunklen Seite. Das waren keine Schlüsselträger. Nee. Okay, gut, dann gehen wir hier weiter. Autsch. Dieser Rückschlag. Ah, gut. Also, hier haben wir keine Lichtsäule. Nö. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass wir hier sowas finden können. Dass wir hier so rüberkommen. Weiter, immer weiter. Aber gut, wenn sich dann. Ja gut, dann werden sich hier wahrscheinlich nur zwei Schlüssel befinden. Nehme ich jetzt mal an. Ich muss nochmal nachsehen. Nicht Individuen, Berichte, Inschriften. Halter der Schlüssel. Erster Kader. Förderanlage? Nein, das ist Argon. Katakomben? Katakomben ist dann wahrscheinlich. Ja, den hatten wir schon. Lagune klingt auch nach Torvus. Gut, dann zweiter Kader. Dynamoanlage, das war den, wo wir schon gefunden, den wir schon gefunden haben. Städte. Okay. Ja, den finden wir gleich. Welchen hatte ich jetzt noch nicht? Industrielle Städte. Falsch. Moment.
Städte. Da hätten wir eine Städte. Flugausbildungsstätte. Würde vielleicht Sinn machen. Okay, holen wir uns erstmal den am Eingang. Mal sehen, vielleicht. Ah, ich mach's so. Ich gehe so hoch. Upp, gerade noch so rechtzeitig. Richtig, richtig, richtig. Der hält da immer davor an. Mensch, komm schon. So, wieder auf die dunkle Seite. Gut, ich meine, zur Not können wir ja von Tempel aus dann wieder reisen und uns so ein bisschen Weg verkürzen. Andererseits haben wir ja auch diese schönen Transporter zu den anderen Gebieten. Ja, mal sehen, wie sich's am Ende ausgeht. Aber wirklich diese Flugstätte, das, was wir suchen, ich kann es mir gerade nicht wirklich vorstellen. Das klingt gerade nach einem großen. Ja, das ist wieder einer dieser Golems. Rüber. So. Mach auf, mach auf, mach auf. So. Ja. Lass mich nur in Ruhe, du. Lass mich in Ruhe. Können die ganzen Viecher erstmal in ihr Verderben fliegen, weil sie ja offensichtlich nichts anderes können, als ihre Flugbahn immer und immer wieder zu wiederholen. Gut, dann können wir jetzt hier auch endlich weiter. Passt ideal. Dann hoch mit uns. Sie weiß gar nicht so wirklich, was sie tun soll, aber sie posiert erstmal. So, mal sehen. Da drüben ist er. Befindet sich hier noch? Nein, du sollst nicht nach unten gehen. Oh. Dann sehen wir uns die Animation halt nochmals an. Ist aber auch irgendwo interessant, dass für sowas extra eine solche Sequenz eingeführt wurde, für jede einzelne Lichtsäule. Aber gut, dafür gibt es halt dann wahrscheinlich auch nicht so viele. Nein, bevor du noch runterrollst. Her mit dem Schlüssel. Schlüssel zum Himmelstempel. Einer von insgesamt 9 Schlüsseln, die für den Zugang zum Himmelstempel erforderlich sind. Her damit. Diese Melodie ist irgendwie so. Was ist das? Ah, wieder so ein Licht, was wehtut. Ach so, das ist dann wahrscheinlich diese eine dunkle Energie, die seltsamerweise aber Licht hervor. Bringt. Das macht Sinn. So. Mal sehen, ob ich jetzt wieder die. Ob ich den Golem jetzt wieder
ignorieren darf oder ob mir wieder von zig Seiten irgendwas an den Kopf geschmissen wird, was mir. Wie sie tatsächlich alle in dieses Feld reinfliegen. So viel Hirn sollten sie auch haben, dass sie das nicht tun. Aber gut, ich meine, ich habe eine Powerbombe mehr und freue mich drüber. Du bist mir, wie gesagt, immer noch egal. Auch wenn du mir mit deinen zielsuchenden Raketen auf die Nerven gehen willst. Nein, nicht runter. Ich flieg nicht runter. Vergesst es. Ich hätte sogar ohne Screw Attack hier rüber gekonnt. Ich brauchte nur den Dark Visor. Aber so und so wäre die ganze Sache einfach nur blöd gewesen. So, ihr seid auch wieder da. Versperrt aber seltsamerweise nicht die Türen, was ich aber gut finde. So. Jetzt will ich hier nach oben, oder? Ich denke schon. Ja, genau, ich wollte zu dieser Flugstätte. Ich denke, dass ich über diesen Eingang darüber kommen sollte. Einfach mal kurz überprüfen. Von dieser Stelle aus komme ich dahin. Ja, das passt schon. Einzige Frage, die sich stellt, ob ich zu dem Eingang dort dann überhaupt so wirklich hinkomme. Der war in Ordnung. Und hier habe ich gar nichts zu zerlegen, ne? Überhaupt nichts. Naja, wahrscheinlich besser so. Nochmal zu Quadraxis. Bin froh, wenn ich diesen Ort nicht mehr sehen muss. Ach stimmt, da ist ja die Säule jetzt erschienen. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal da lang, wo die Partikel waren, aber kommen wir schon durch. Einfach nicht kommentieren und weitergehen. Wie gesagt. Ups. So, danke schön. Wie, Moment. Ach, jetzt sind wir dagegen immun, okay? Das sagt einem ja keiner. Moment. Haben wir dann hier noch irgendwas zu machen? Nee. Die Wand lässt sich nicht zerstören. Wird mir aber auch nicht angeht. Zeigt nur so nebenbei, ne? Also selbst falls die doch zerstörbar sein sollte, ich hab's nachgeschaut. Ging nicht. Also. Na komm. Verbrenn. Na, wieso zur Hölle haut's dich dann immer gleich so zurück? Melodramatisch.
So, erledigt. Also, wir sind an einer Stätte. Haben wir hier irgendwo dieses Viech? Sieht irgendwie nicht so danach aus. Nein, ich sehe hier gar nichts. Absolut nichts. Moment. Flugausbildungsstätte, Lichtschlund, Großkomplex, Nestreaktor. Nein, wenn dann musste. Die waren nie auf der dunklen Seite, das muss auf der hellen Seite sein, wenn überhaupt. Tempelanlagen, Argon. Mal überprüfen, was hatten wir denn? Ein Förderhof. Ja, Förderhof. Ja, hier befindet sich definitiv etwas. Ach nein, die Förderanlage. Portal, genau. Haben wir hier irgendeine Stätte? Bioenergiegewinnung, da muss ich eh nochmal hin. Kommandozentrale. Wieder eine Förderanlage. Förderanlage. Terminal. Zentrum. Förderhof. Okay. Keine Stätte. Dann wird die Stätte vermutlich. So, wieder umstellen. Nein, nein, so. Nein, oh. Diese Steuerung. Dann wird das wahrscheinlich bei den Tempelanlagen sein. Sammlungshof, nein. Allee der Augen, nö. Landeplatz, nein. Industrielle Städte. Okay, dann haben wir schon mal die Städte gefunden. Baustelle, Sendeanlage, Lager. Geheiligte Brücke, was haben wir denn hier nochmal? Geheiligter Pfad. Ach, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier fertig sind. Wir haben ja auch sonst nichts mehr zu erkunden. Wir haben zwei Schlüssel gefunden. Gut, bei vier Gebieten wäre es auch irgendwo nachvollziehbar. Und da sich das mit der Stätte ja jetzt auch erledigt hat. Wo bist du jetzt gegengeprallt? Ernsthaft? Jetzt hat sie einfach mal gar nicht. Wo knallt die dagegen? Seht ihr das? Ihr mich auch. Moment, mach ich's halt von hier. Gut. Mir soll's recht sein. Hauptsache, ich komme weiter. Hä? Aha. Hauptsache, kein Rückweg. Ich denke mir da jetzt einfach nur meinen. Teilweise nicht einsehe, dass ich mich da jetzt aufreg. Gehen wir einfach so rum.
Okay. Die Teile an den Knien sehen interessant aus. Juhu. Habe ich mich auf euch gefreut, Leute. Aber tschüss. Ihr seid mir komplett egal. Ja, hier liegen noch die Einzelteile von Quadraxis. Und dieser hier wird niemals vollendet werden. Naja, wenn es unbedingt der komplizierte Weg sein muss. Auf jeden Fall bewege ich mich jetzt erstmal wieder zurück zum Haupttempel. Werde mich dort ein bisschen umsehen. Die Schlüssel dort bergen. Dann machen wir das Ödland von Argon. Weil wir dann da in der Nähe vom Eingang sein dürften. Und ja, danach halt dann noch Torvus. Wir werden es schon irgendwie finden. Ich bin so blöd. Ja, Leute. Mir ist es jetzt auch aufgefallen, dass ich hier gerade wieder meine Fresse. Zum Transportieren muss ich ja gar nicht auf die dunkle Seite. Da muss ich ja gerade auf die helle. Auf der dunklen Seite gibt es die Energie nicht mehr. Die ist weg. So. Darüber. Put. Auf, mach auf, komm, ich hab nicht ewig Zeit. Eieiei. Ja, Leute, ich weiß auch nicht, so viel Blöder da beim Haufen gerade. So, hier wieder durch. Mach auf, komm. Das will ich nicht ausreizen. Hier rüber. Nein! Oh. Ich dachte gerade, sie will sich nicht mehr festhalten. So. Aber so kann man auch dafür sorgen, dass die Räume genug Zeit haben zum Laden. Ist alles analysiert. Ich möchte dahin. Na, finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Damit spart man sich, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich, einiges an Weg und Zeit. Hübscher Ladebildschirm. Vom Licht zum Licht. Allerdings hätte uns den Anzug auch schon ein bisschen früher geben können. Es sei denn natürlich, dieser Anzug kam erst dadurch zustande, dass wir diese drei Energiequellen aktiviert haben. Das ist natürlich auch möglich. So, wo möchte ich denn jetzt als erstes hin? Interessant wäre zum Beispiel schon mal das, was sich da jetzt unter uns befindet, dieser Raum, wäre interessant, den mal zu besuchen, denn da hatten wir ja noch ein Portal, in das wir nicht rein konnten. Andererseits komme ich jetzt hin? Nicht wirklich, oder?
Und habe ich überhaupt den Schlüssel von Akul in Empfang genommen? Ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht habe. Oder war da damals ein Schlüssel? Ich denke nämlich nicht. Da ist wahrscheinlich auch wieder so ein Viech rumgeflogen, das ich natürlich nicht gesehen habe. Jetzt mal kurz überprüfen. Befindet sich in diesem Raum hier überhaupt so ein Getier? Nein, so ein Getier nicht, aber. Wie sie mich immer nach unten halten, blöde Mistteile. Nein, falsch. War hier nicht auch so ein akustisches Tor? Das müsste hier gewesen sein. Wenn wir gerade da sind. Alles, was ich jetzt nicht mache, vergesse ich später. Auf jeden Fall haben wir wieder ein Kämpfchen gegen die da. Ja, kriegst schon. Kriegst schon. Ja, der steht einfach mal in der Luft rum. Das war's für dich. Dem, 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 dem. Du vielleicht? Gleich überprüfen. Okay, dann nochmal der andere. Und nochmal der hier. Ja, wir haben den letzten. Sehr gut. Container für Bimunition erhalten. 75% aller Items gefunden. Besondere Endsequenz freigeschaltet. Spiel das Spiel komplett durch, um dieses Ende zu sehen. Ist natürlich. Ja, ich freue mich. Ist natürlich jetzt immer blöd, man sieht dann das Ende, das andere Ende nicht. Wobei das andere Ende dann wahrscheinlich einfach irgendwo aufhört. Aber naja. Damit haben wir die besondere Endsequenz freigeschaltet. Wahrscheinlich sitzt dann Samus wieder irgendwo herum und zieht entweder nur ihren Helm aus oder entfernt ihren ganzen Anzug kurz mal. Weiter, weiter, weiter. So, ich wollte jetzt bei den Tempelanlagen etwas überprüfen. Und zwar, wo möchte ich denn jetzt als erstes hin? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal hier runter. Das heißt, ich möchte wohin? Das waren die Tempelanlagen, bei denen war ich jetzt gerade. Als nächstes möchte ich dann zu der. Ich glaube, ich mache das mit dem Reliquiar jetzt gleich. Warum nicht? Wenn es hier gerade in der Nähe ist. Machen wir das gleich mal. Ich weiß zwar nicht, worauf ich mich da jetzt insgesamt einstellen muss, aber werden wir schon sehen. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Außer euren Nestern. Ich habe die Dinger nie analysiert. Ach so, ja, habe ich damals wahrscheinlich nicht mehr gemacht, nachdem ich. Wobei, bin ich da verreckt? Ich denke nein. Egal. Gut, dann gehen wir nochmal zu diesem Reliquiar. Mal sehen, wie dieser Raum mit den Spinnenweben
in der dunklen Welt aussieht. Wahrscheinlich wieder so ein Raum, der äußerst hässlich mit diesen anderen Kreaturen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, diese Klauen, dass sie wieder damit dass es wieder damit verschlossen wurde. Wie gesagt, ich find's hässlich. Das sah einfach nur nach Faulheit aus. So, jetzt sind wir wieder bei dem Vater und seiner Tochter, die hier an den Partikeln verendet sind. Ingsturm. So, ja, das kann uns jetzt alles nichts mehr. Einzelne Partikel versuchen uns anzugreifen, aber die werden von unserem Anzug abgeblockt. So, jetzt sind wir hier bei der Sendestation. Auf der dunklen Seite. Da müssten wir jetzt gleich da nach oben. Mal kurz überprüfen, kommen wir hier weiter? Nee. Aber gut, wie das verschlossen. Oder das akzeptiere ich sogar noch. Es sind wenigstens keine drei solchen Klauen, die einfach irgendwie nebeneinander hingebatscht wurden. Ei, ei, ei. Hübsch, hübsch. So, Requilla. Gibt's hier sonst irgendwas zu finden? Nö. Hier befindet sich einfach nur das Ding. Die Viecher taugen mir aber irgendwie. Die sehen gut aus. So. Ah, jetzt sind sie also auch bloß noch so. Schlüssel zum Himmelstempel erhalten. Lese ich jetzt nicht mehr vor. Bei mir scheint dieser Raum halt irgendwie so sinnlos. Ich mag keine sinnlosen Räume. Also das heißt, komplett sinnlos natürlich ist er natürlich. Nicht aber. Ist einfach nicht schön. Was haben wir denn hier? Achso, nichts Wichtiges. Ja, passt schon. Aufmachen. Unter einem Requilliar stelle ich mir aber was anderes vor. Irgendwie, naja, dass irgendwas Wertvolles dort ist. Und nicht nur der Kadaver eines Luminots, der einen Schlüssel bei sich hatte, den wir jetzt bergen sollen. So, ich glaube, das war der richtige Gang, oder? Ja, auf jeden Fall sind wir wieder vor der Tür gelandet. Das ist die Hauptsache. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen, wir nehmen gar keinen Schaden mehr in der Atmosphäre. So, das wurde geöffnet. Verpiss dich doch mal! Wieso macht mir dem sein. Wieso macht's mir Schaden, wenn ich sein Abbild berühre, das eigentlich gar nicht mehr. Das. Obwohl er eigentlich gar nicht mehr da ist, das wollte ich sagen. So, jetzt haben wir den Bereich abgegrast. Dann gibt's dann haben wir noch so einen Raum, der mir irgendwie sinnlos erschien. Ich vermute mal, dass sich dort auch wieder so ein Getier befinden wird. Falsch. Wieso drücke ich jetzt immer zwei? Gut. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, kommen wir an der Sendeanlage vorbei und dann kommen wir hier hin. Genau, da war doch dann, wenn ich jetzt hier rüber gehe, genau, da war der Pool der Verdammnis. Was auch immer ein Pool ist. Aber da möchte ich auch nochmal hin, einfach nur zur Überprüfung. Könnte ja sein, dass sich dort noch was derartiges befindet. Und der Weg ist ja jetzt freigeräumt. Powerbomben sei Dank. Ach, endlich Spielfortschritt, ist das schön. Mal ein bisschen schneller hier. Ah ja, und wir haben jetzt so eine hübsche Spirale an der Seite dran. Ja, wie Samus einfach immer von anderen Kulturen die Waffen, Rüstungen und alles Mögliche übernimmt. Ich glaube, wenn die alle ihre Ausrüstung
Herren, die sie im Laufe dieser Trilogie erhält, wenn die alle gleichzeitig hätte, die wäre so gut wie unbesiegbar. Also alle Anzüge und so weiter beisammen. Weil sie viele Fähigkeiten auch einfach nochmal erhält. Hier liegen Türen rum, die keiner braucht. Auch schön. Ich hab's nicht gesehen, aber das stört mich nicht. So, gleich mal den Raum hier überprüfen, ob sich hier so ein Teil befindet. Ich glaub's nicht. Ups. Hier nicht, aber ich glaube in dem Raum nebenan könnte sich wieder ein Schlüssel befinden, einfach weil dieser Raum ansonsten überhaupt keinen Sinn hätte. Okay. Ja, da ist er einer. Ja, irgendeinem Zweck musste das Ganze doch dienen. Nein, der hat Vorrang. Der hat Vorrang. Mit der Screw Attack geholt. So. Und sogar noch im richtigen Moment wieder gedrückt. Passt. Gut, dann haben wir einen weiteren Schlüssel. Aber wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Wand sieht auch irgendwie zu brüchig aus, meiner Meinung nach. Um gar nichts hinter sich zu verbergen. Aber ich will halt nicht Powerbomben und sonstiges an Wänden verschwenden, die ich gar nicht analysieren kann. Denn wenn man es nicht analysieren kann, wäre es auch auf sonstige Art und Weise nicht ganz fair dem Spieler gegenüber. Meiner Ansicht nach. So, ja, dann gehe ich nochmal zu der Tempelstätte, wo wir die Schlüssel letzten Endes hinbringen müssen. Denn wenn das Ganze ungefähr denselben Aufbau hat wie in Metroid Prime 1 was die Relikte betrifft, dann hätte ich mein erstes ja dort bekommen müssen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich dort einen Speicherpunkt bekommen einen Schlüssel bekommen hätte. Zugang der Stätte ist dort. Das heißt, ich muss erstmal wieder den Teleporter benutzen. Was mache ich da? Ne, ich muss jetzt erstmal wieder nach oben und dann muss ich, glaube ich, Richtung Torvus. Wenn ich mich nicht irre. Da war dann dieses U-förmige Gebilde, da konnte ich dann weiter nach oben, genau. Und da gab es dann so einen Durchgang, da war dann auch, genau, da war dann bei dem anderen Durchgang, wo es weitergeht, befand sich dann auch das Portal, da kann ich dann wieder zurückgehen und so weiter und so fort. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon an Schlüsseln? Ach so, hier gibt's kein. Ja klar, wir haben die Kartendaten hier noch nicht. Ja, ist ja recht. So, wir sind jetzt auf von der Richtung sind wir gekommen. Das heißt, Torvus liegt in dieser Richtung. Oder auch nicht. Ach nein. Schmarrn, wir sind ja aus der Richtung gekommen, wo wir in Richtung Argon damals losgezogen sind. Torvus liegt hier. Genau. Ja. Ich nehme schon wieder viel zu viel Schaden arglos mit, ich weiß. Aber momentan ist es mir eigentlich relativ egal. So.
Wo bist du gerade gegengeknallt? Nur weil ich sie nicht sehen kann, bewegen die sich doch trotzdem nicht überall. Sondern auch nur auf ihren strikten Bahnen. Nee, auf euch habe ich jetzt auch keine Lust. Und wo wir jetzt hinkommen, war auch wieder ein akustisches Schloss, kann das sein? Au. Genau, wenn ich jetzt hier rumgehe, da war doch auch wieder so ein Schloss. Oder etwa nicht? Doch. Weißt du, dich erledige ich jetzt sogar mal. Ach, das wäre nur so eine Tür gewesen. Und auf. Ein weiterer. Aktiv? Ach so, ja. Ist mir schon klar. Ist mir schon klar, ist mir schon klar. Da gehe ich ja auch gleich hin. Lass mir doch ein bisschen Zeit. Ach so, musste ich da unten lang. Okay. Lass mich in Ruhe. Ja, hier ist wieder das, wo ich runterfallen könnte. Ach so, nee, kann ich gar nicht anders. Da kann ich ja gar nicht anders. Wo führt mich der Weg denn dann? Nein, 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 nein. Schnell wieder. Hä? Wo würde mich das dann hinführen, wenn ich oben lang gehe? Oder kann ich das überhaupt? Mal so gefragt. Nein, das geht nicht. Sag mal, müsste sich hier nicht eigentlich auch noch so ein Ding befinden? Haha. Weil ich mir zuerst gedacht habe, zählt der eine jetzt für den, den ich hier gefunden habe, oder war damit was anderes gemeint? Aber es war schon der hier. Sehr gut. Dann können wir ja auch gleich wieder abhauen. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt noch schnell zum Moment. Ach so, plötzlich werden mir die Schlüssel nicht mehr angezeigt. Das ist schade. Dann gehen wir nochmal da rein. Denn ich vermute. Autsch. Den Schaden ignoriere ich jetzt mal kurz. Autsch. Das ist immer die Sache mit, wenn man mehr Energie tanks hat, man wird so nachlässig. In der Verteidigung. Aus irgendeinem Grund habe ich das Ganze jetzt umgedreht. Ach so. Ja, klar. Das übliche Problem halt. Moment. Müsste sich dann nicht hier im Gang auch einer befinden? Denn eigentlich lag doch hier in dem Gang auch einer. Na, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Denn hier haben wir den ersten gefunden. Und hier müsste sich doch dann auch eins dieser Viecher befinden, oder nicht? Welches den Schlüssel hat. Hä? Ich kann doch da noch gar nicht weiter, oder? Da ist ein. Ah ja. Dem sein Schlüssel ist also schon da. Es sind also insgesamt 10. Passt aber gar nicht zu dem, was man so gewohnt ist.
Eine Miet. Sieht zumindest aus wie eine Miet. Nee, es ist eine Schlange. Hier soll sich ja ein Portal befinden, aber das ist hinter dem Fason, oder? Ja. Gut, dann habe ich mich geirrt, was das betrifft. Wir bekommen hier eh keinen Abzug. Und ich habe schon wieder Mods überzogen. Na gut, Leute, dann machen wir hier weiter. Dann machen wir hier beim nächsten Mal wieder mit Metroid Prime 2 Echoes weiter. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.